neuer Tag, neues Glück. Audi A8 V10 Plus hinter uns am Start. Software ist getan. Und wie gesagt, Steuergerät musst ihr bei dem Auto raus. Ist wirklich eine ziemliche Attacke, weil die halt verblombt sind. Und jetzt messen wir mal, gucken, was wir an Leistung rauskriegen. Wie gesagt, Motor hinten, Gebläse vorne. Schwierig, ne? Wir messen, gucken, was dabei rauskommt. Und dann fahren wir nochmal 100, 200, 8, 1, 8, Punkt, nee, guck mal, stopp mal, 8,13 hatten wir 100, 200 schnellste Zeit. Und das versuchen wir natürlich zu toppen. Werden wir toppen. Wie viel schneller wir sein werden, finden wir später raus. Aber jetzt gucken wir erstmal, was das Ding überhaupt an Leistung macht. So, wir sind fertig und wir haben dreimal hintereinander gemessen, ne? Und dementsprechend erkläre ich euch erstmal was. Gehen wir mal zurück zum Serienlauf erstmal, ja? So, also mal notieren, wir hatten beim Serienlauf 524 PS, ja, korrigiert nach EWG, 501 PS haben wir eigentlich nur gemacht, 336 am Rad und 503 Newtonmeter. Ja, dann, ach Moment, stopp, das Ganze bei 46 Grad Ansauglufttemperatur. So, dann haben wir erste Messung gemacht, ja, mit Stufe 1.5. 566 PS, 387,9 PS am Rad, 541 Newtonmeter. So, Ansaugluft 37 Grad. So, zweite Messung. 579 PS, 373 am Rad, 544 Newtonmeter, 45 Grad Ansauglufttemperatur. Weiter geht's. Letzte Messung, 585 PS. Da haben wir, so jetzt, und jetzt haben wir ungefähr genau dieselbe Korrektur hoch, wie wir bei der Eingangsmessung hatten. 500 PS haben wir gemacht, 525 hat er ihn korrigiert. Jetzt haben wir 554 gemacht, auf 585 hat er ihn korrigiert. 540 Newtonmeter, 377 am Rad, Ansaugluftemperatur fast 60 Grad. Ja? Ich wollte euch nur mal zeigen, wie krass das ist. Ich lege jetzt mal alle vier Messungen übereinander. Moment. So, das ist Nummer 1. Dann laden wir, wir legen erstmal alle drei Tuning-Messungen übereinander. Moment. So. So. Und dann nochmal Serie. So. Das sind jetzt alle Messungen, ja, die wir haben. Serie ist diese dick gestrichelte Linie hier. Ja, das ist die Radleistung. Das ist die Motorleistung, ja, das ist das Seriendrehmoment. Die anderen drei, wie ihr sehen könnt, liegen, also hier eins, die liegen sogar identisch übereinander, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die liegen eigentlich, ja, fast übereinander. Man kann sehen, ja, dass wir immer mehr und mehr Leistung machen, obwohl die Karre, das ist Radleistung, das ist die tatsächliche gemessene Leistung, obwohl die Karre immer heißer wird, weil der Motor hinten, Gebläse vorne, ja, suboptimal. Aber wir können sagen, wenn wir jetzt meinen Cursor bewegen, ja. Kann man mal gucken. So. So. Ah, ich glaube, das wird zu kompliziert sein. Wir nehmen jetzt einfach mal die letzte Messung. Moment. Kurvenauswahl. 1, 2. So. Genau, das ist die letzte Messung und die vergleichen wir jetzt mal mit der Serie. So. Da kann man ganz schön sehen, dass wir über das ganze Drehzahlband mehr Radleistung haben, mehr Motorleistung haben und mehr Drehmoment haben. Ja? Wenn wir erstmal schauen, sagen wir mal, wir sind bei, also insgesamt kann man sagen, haben wir ca. 50 PS, mehr sogar, was haben wir? 25, 30, 40, 50, 60, 70, fast 60 PS, 55, sagen wir mal 50 bis 60 PS mehr und gute 40 Newtonmeter. Jetzt machen wir einen Cursor an. So. Bei 8000 Umdrehungen lagen vorher 521 PS an und jetzt liegen 581 PS an.
Bei 8000 Umdrehungen liegen jetzt 385 PS an allen vier Rädern an und vorher 345 PS. Das heißt, wir haben 40 PS mehr, was am Boden ankommt. Ja? Radleistung, 40 PS mehr Radleistung. Ja? Drehmoment, Wahnsinn. Bei 8510 Newtonmeter, vorher waren es 457, das ist gute 50 Newtonmeter mehr bei 8000 immer noch. Ja? Das Ding ist eine Rakete. Und selbst untenrum, machen wir mal, weiß ich nicht, was haben wir hier? 4,5. So, machen wir mal 4,5. Bei 4.500 Umdrehungen haben wir wieder schon gute 30 Newtonmeter mehr und gute 20 PS bei 4,5 schon. Das heißt so, das Ding geht wirklich wie eine Rakete. Und wie viel schneller wir jetzt sind, 100, 200, das messen wir jetzt. So, wir sitzen wieder im Audi R8 V10 Plus. Aber diesmal mit Simon Motorsport Power. Und vom Klang her ist das Ding wirklich richtig geil. Muss man sagen, warte. Ja, das klingt schon ordentlich, ne? Und so, wir haben. Ich muss aussteigen. Wir haben nämlich so eine geile Kette hier. Moment, mal aussteigen. So, da bin ich wieder. Was haben wir gemacht? Softwareoptimierung, ne? Klar. Die Abgasanlage war schon modifiziert, das heißt so, wie schon erwähnt, die hinteren Cuts fallen da weg. Und leistungsmäßig haben wir gesehen, wir haben ordentlich gut Leistung. Ja? Er ist ein kleiner Mini-Fan. Und Leistung ordentlich, ne? 585 gemessen, 525 vorher gemessen, 505 Newtonmeter gemessen, 540 Newtonmeter nachher gemessen. Also es war schon ordentlich und das geht aber auch für die Pest. Oho. Das merkst du aber auch, die Dinger gehen wirklich wie die Hölle. Die Dinger gehen wirklich wie die Hölle. Und R8 ist halt für mich, R8 V10 für mich speziell so ein Auto wie C63. Ne? Ich sag mal, da muss man auch so ein bisschen, ich muss kurz ein bisschen Klimaanlage machen, hier bevor wir auf die Autobahn fahren. Da muss man ein spezielles Fingerschiff für haben, ja, weil gerade die Autos zu machen ist nicht ganz so easy. Die meisten machen halt diese Standarddinge, sagen, oh nee, Sauger geht nichts, Sauger geht nichts. Sauger geht einiges, wenn man es richtig macht. E92 M3 V8 Sauger. E60 M5 V10 habe ich letztens einen gemacht für unseren Händler in Bamberg. Der sagte auch, Alter, der Kunde auch, was ist mit dem Auto los? Ne? R8 V10. Turbo-Tuning machen, ich will nicht sagen, ist einfach oder kann jeder, nee, auch das ist schwierig, aber einfacher als Sauger-Tuning. Und beim Sauger muss man halt jede Nuance beachten. Da gibt es so viele Kennfelder, ja, die man da bearbeitet. Ich lese teilweise, kommen Kunden zu und sagen, ja, hier Auto irgendwo gemacht, pipapo, und läuft nicht oder keine Leistung oder sonst irgendwas, dann lese ich es aus und sage, Alter, wir hatten das gemacht. Was ich meine? Dann sind da halt so die Basics gemacht, aber alles andere Serie gelassen und auch total, ja, egal, auf jeden Fall Sachen, die ich halt nicht ganz so verstehe. So, lange Rede, kurzer Sinn, egal, es geht sich ja hier hauptsächlich um uns. Und daher, wie gesagt, eine 8,13 war es, glaube ich, ne? 8,13, 100, 200 ist zu toppen. Wir sind mal gespannt, was wir damit fahren werden jetzt. Oder ich bin mal gespannt, was ich damit fahren werde, weil ich habe die 100, 200 selber noch gar nicht gemessen. Aber die Dinger gehen wirklich wie die Pest. Das merkst du auch, ne? Also du merkst es beim ersten Gasstoß, das Ding geht wie die Pest, ja? Und das ist halt, ich bin halt schon so ein bisschen Sauger-Fan, ne? Auch gerade so Hochdrehzahlmotoren, M5 V10, R8 V10, Porsche GT3, sowas ist halt für mich, Ferrari F12, Aventador, alles so Sauger, Hochdrehzahl, massig Krach. Das ist halt sehr emotionsvoll, ne? Turbo, klar, mehr Leistung, aber von Emotionen her halt nicht so, ja, von Emotionen her nicht so, auf jeden Fall. Nicht wie ein hochgezüchteter Sauger und darum finde ich es auch geil. Ja, ich bin also schon Sauger-Fan. Ich sage immer, Sauger-Power, Sauger-Power, ne? So. Jetzt geht's gleich los. Gucken wir mal, was wir hier hingebügelt kriegen. Ich hoffe, die Autobahn ist frei. Okay, vor mir ist jetzt schon einer. Identisch wie gestern, 27,5 Grad, absolut identische Temperatur, also identische Bedingungen. Und jetzt gucken wir mal, vor mir R8, da ist richtig rein.
5 ist das schnellste, was wir hatten jetzt. Das heißt, wir sind eine gute. Was hat man? 813, 06 schneller. 06 schneller als vorher. Also ich denke 7,5 ist das, was wir momentan fahren, 27,5 Grad Außentemperatur, wir gehen gleich nochmal durch die ganzen Läufe durch, aber 7,5, 100, 200, 7,5, R8 V10 Plus mit Auspuffmod und Softwareoptimierung, finde ich ist ein gutes Ergebnis, also kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ist ja ähnlich mit so einem C63, ne? Leistungsmäßig sind die auch ähnlich, außer dass R8 V10 natürlich Allrad ist, ne? Also dafür finde ich das schon gut. Wenn jetzt mal überlegt, dass ich mit dem C63 507 Limo eine 722 gefahren bin, korrigiert, ne? Schneller als das Ding hier, das ist schon mal eine Ansage, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber wie gesagt, das Ding geht sehr, sehr gut und Leistung ist da, du merkst es halt, ne? Wir sind 0,6, fast 0,7 Sekunden schneller 100-200 und das sind 5-6 Wagenlängen oder sowas. Das ist schon eine Ansage, ne? Also, alles gut. Auto geht wie Bombe. Ich gehe gleich mal durch die ganzen da schon, Runs durch. Und dann gucken wir mal, welche am besten vergleichbar sind, ne? Von der Bergauf-Bergab-Geschichte. Schauen wir jetzt gleich, wenn ich wieder im Büro bin. Aber bis dahin mache ich mal Fenster runter, genieße den Klang. Und wollte ich auch mal genießen. Also, wenn wir es jetzt mal vergleichen, ist die 813 hier die am nächsten drankommt. Da haben wir 0,33% Gefälle. Also 813, 100, 200 und unsere 752 haben wir 0,36% Gefälle, ist ähnlich. Da haben wir eine 752-100-200, aber die Videos waren hier eher eingeblendet. Von daher wisst ihr es jetzt schon, total schwachsinnig, ich gerade mache. Gar kein Problem. Also R8 V10 Freunde, Gallardo Freunde, wenn ihr richtig Dampf in Hütte haben wollt, meldet euch bei uns, sagt uns Bescheid, verkauf@simonmotorsport.com oder macht Telefonterror 02433 4466 151. So, jetzt der Verkaufskanal auch zu Ende. Ich bin fertig. Kunde kann das Auto jetzt abholen. Er wird glücklich sein. 100%. Das Ding geht wie die Pest. Alles gut. Subscribe, merken, teilen. Bis zum nächsten Mal.